Ja, ich bin der Max Hagenener, mache seit fast 13 Jahren Judo, seit 14 Jahren jetzt, bin 20 Jahre alt und bin heuer das erste Jahr in der allgemeinen Klasse. Und das letzte Jahr habe ich im Europacup für mich entscheiden können und war bei anderen Europacups des Öfteren auf dem Treppchen, also zweiter oder dritter Platz. Ja, ich möchte auf alle Fälle 2020 und 2024 bei der Olympiade starten. 2016 wird sie nicht gehen, weil es ist zu weit weg und ich bin halt einfach nicht zu jung dafür. Ich weiß halt nicht, was ich machen sollte, weil mit dem Haschabschluss möchte ich auf alle Fälle weitermachen, also dass ich mir eine Matura nachmache oder irgendeine andere Prüfung, damit ich studienberechtigt bin. Und das geht alles, ohne dass du irgendwo angestellt bist, relativ schwer, weil es schon viel Geld kostet und anders wird das nicht gehen. Gegenüber anderen Sportarten, bei uns in Österreich extrem viel Skisport, hat einen hohen Stellenwert. Fußball, das war's auch. Alle anderen Sportarten lest man vielleicht hinter mal was in der Zeitung, wenn man was Hervorragendes geleistet hat. Aber das war's, man lest nicht mehr. Du bist eine Person, die was einmal zuschauen. Und wenn du zum Beispiel Fußball nimmst, da sind 11 plus die ganzen Saisons, sind es 15 oder 16 Leute, denen zugeschaut wird. Da sitzt dann nicht ein Elternteil davor und ein Verein, sondern da sitzen dann auf einmal ein Haufen Eltern davor und ein Haufen Verwandte. Und dann sagt nur einer, ja, ich wette jetzt auf den, weil den kenne ich gut und so weiter. Das ist vom Publikmachen her viel einfacher, wie dass du einen Einzelsportler publik bringst. Und darum haben wir auch ein viel größeres Problem als Einzelsportler. Wir müssen viel mehr leisten, um das Gleiche zu erreichen, wie einer, der was bei uns in der Bundesliga Fußball spielt. Zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel zwei von uns, die Kleinen, sind extra mit mir zur U23 Staatsmeisterschaft mitgefahren, nur weil wir zuschauen wollten. Mir gefällt es, also ich finde das cool, aber muss eh jeder selbst wissen, ob einem das taugt oder nicht. Ja, das, was sie erreichen wollen, sollte man darauf hintrainieren und das immer im Fokus behalten. Nicht wurscht, ob das jetzt beruflich ist, ob das bei Freunden ist oder ob das im Sport ist. Einfach immer einen Blick drauf haben und alles dafür da, dass du dorthin kommst. Wenn es nicht reicht, dass du dorthin kommst, dann kommst du eh nicht hin. Aber ich will nachher sagen können, ich habe alles versucht, dass ich dorthin komme. Ich will den Kampf jetzt nicht irgendwie gewinnen, sondern ich gehe rein und möchte den Kampf gut kämpfen. Wenn ich den Kampf gut kämpfe, werde ich wahrscheinlich auch gewinnen. Ich meine, wenn der andere einfach besser war und ich habe verloren und ich kann von der Matte runtergehen, ich habe einfach alles gemacht, damit ich gewinne, und ich habe es halt nicht geschafft. War der andere einfach besser. Schau die ganze Zeit vor die Kamera rein. Ich mache jetzt mal einen Zwinker, oder? Probier's zumindest.